Hallo, in diesem Video möchte ich zum nächsten Befehl kommen, und zwar geht es hier um den Befehl Fassadeeinsatz mit Raster. Das heißt, wenn ich hier diesen Befehl starte, werde ich als erstes aufgefordert, entweder ein neues Projekt in Logical anzulegen oder auf ein vorhandenes zuzugreifen. Das heißt, ich möchte hier ein vorhandenes Projekt nehmen. Und komme hier automatisch in die Projektverwaltung von Logical. So, ich möchte hier in diesem Projekt Schüco mein Projekt ablegen und man sieht hier, dass ich in die Option Neue Position anlegen reinkomme. Ich möchte hier eine Serie angeben und beginne mit meiner Eingabe. Hier ist es im Prinzip egal. Da ich mich hier in Logical befinde, kann ich hier alle Funktionen von Logical verwenden und mein Element wie gewohnt in Logical eingeben. Da ich hier bereits Vorgaben im Logical hinterlegt habe, hat es mir hier bereits meine Profile vergeben. Ich gehe hier weiter zu meiner Verglasung und möchte hier meine Verglasungen definieren. Ich kann hier natürlich jederzeit wie gewohnt im Logical andere Glasstärken angeben, weil ich natürlich mit dem Projekt oder mit der Kombination der Profile zusammenpassen muss, weil es mir aber eh mit von Logical abgefragt wird. Ich kann hier Posteinstände, was auch immer, definieren. Und sobald ich meine Position abschließe, wird mir hier mein Übergabeformat erzeugt vom Logical. Und sobald hier oben links der Dialog erscheint, dann ist Logical mit der Erzeugung der XML-Datei fertig, also der Übergabedatei. Das heißt, ich kann hier meine Detailstufen definieren und jetzt erzeugt HiCut mir diese Fassade von Logical in 3D. Das heißt, ich habe hier meine fertige Position von Logical übernommen. Ich kann aber hier auch noch jederzeit diese Fassade auch ändern. Dafür wird mir hier ein Fixpunkt der Fassade abgefragt und ich komme hier wieder sofort in meine Position von Logical hinein. Diese Funktion funktioniert mit allen Elementen von Logical, also alles, was ich vom Logical importiere oder alles, was ich von HiCut an Logical übergebe. Ich möchte hier einfach die Profileinstände abändern. Und schließe meine Position wieder im Logical ab. Und somit wird mir hier auch die Übergabe wieder sofort abgeändert. Das heißt, jetzt wird wieder die Übergabedatei vom Logical geschrieben und anschließend wird dies im HiCut auf den aktuellen Stand gebracht. Und somit kann ich sehr einfach und sehr schnell Fassaden von Logical importieren und diese auch danach weiter bearbeiten und meine Anschlüsse und Details erzeugen.